Im Normalfall wird dir ja nur das beigebracht, von dem andere Menschen wissen, dass es funktioniert, also dass es wahr ist sozusagen. Und ich finde aber, dass es mindestens genauso wichtig ist, zu untersuchen, warum manche Sachen nicht funktionieren. Weil das ist ja auch eine Erkenntnis und die kann durchaus in manchen Fällen dazu führen, dass du wieder andere Dinge rausfindest, die dann wieder funktionieren. Okay, wahrscheinlich war das jetzt ziemlich verwirrend, also ich zeige dir mal, was ich meine. Ich würde gerne nochmal auf das Beispiel eingehen oder auf die Frage eingehen, warum denn der Seite-Seite-Winkel-Satz kein Kongruenzsatz ist, also warum man daraus nicht automatisch ein kongruentes Dreieck konstruieren kann, wenn man genau diese drei Seiten hat von einem Dreieck. Also ich zeichne am besten nochmal das Beispiel hin, das ich im letzten Video schon mal einmal gezeigt hatte. Also ich nehme mal jetzt hier eine Seite und dann in Rot noch eine Seite und in Violett. Die Seite hier unten wird violett. So, und einen Winkel brauchen wir auch noch. Ich mache den Winkel mal in hellblau. So, jetzt nehmen wir doch mal an, ich gebe dir die rote Seite hier vor und ich gebe dir die violette Seite hier vor und halt eben den Winkel hier. Und dann kann ich dir jetzt zeigen, dass man daraus definitiv nicht nur genau ein Dreieck konstruieren kann. Also, ich zeige am besten mal zuerst die violette Seite hin. Also, das ist nochmal die violette Seite. Ups, die ist nicht so schön geworden. Die wird auch nicht schön. Ah ja, die geht schon. Also, das ist die violette Seite. Und an der violetten Seite hängt oben dran ja, in diesem spitzen Winkel hier, so, hängt ja die grüne Seite. Die zeichne ich jetzt auch schon mal ein, aber nur gestrichelt, weil da ja noch nicht, die darf ja so lang sein, wie du möchtest. Also, ich habe dir ja nicht vorgegeben, wie lang die sein soll. Das ist also genau, oder das ist einfach nur deine Entscheidung. Aber die rote Seite hier, die hängt ja definitiv hier oben dran. Du willst ja schließlich ein Dreieck konstruieren. Aber der Winkel ist ja nicht gegeben. Das heißt, du kannst die Seite jetzt so lang in irgendeinem Winkel zeichnen. Also stell dir das hier oben wieder wie ein Scharnier vor. Du kannst sie jetzt die ganze Zeit hier irgendwie hin und her wippen lassen und kannst jetzt halt untersuchen, wie viele Möglichkeiten gibt es, daraus ein Dreieck zu formen. Und eine Möglichkeit ist natürlich jetzt, die Seite einfach so runter. Zeichne sie mal zack, so runter zu zeichnen. Und dann hast du natürlich genau das gleiche Dreieck wie hier drüben. Also könntest du jetzt schließen, okay, es scheint ja ein Kongruenzsatz zu sein. Das sind ja genau zwei Dreiecke. Also die Dreiecke sind ja ziemlich gleich. Aber die Voraussetzung für einen Kongruenzsatz ist ja, dass du daraus nur genau ein Dreieck zeichnen kannst. Und zwar genau das gleiche, das du auch vorher hattest. Und das geht in dem hier nicht. Und zwar, der Aha-Moment könnte sozusagen kommen, wenn ich dir jetzt einfach zeige, du kannst die Seite ja auch einfach so hier reinzeichnen und hast keine Regel verletzt, hast aber ein zweites Dreieck konstruiert, das eben nicht genau kongruent ist zu dem hier, weil die grüne Seite hier unten ist ja kürzer als die grüne Seite hier und auch der Winkel zwischen der grünen und der roten Seite ist ja auch unterschiedlich und zwischen der roten und der violetten auch noch, also alles furchtbar anders, komplett anderes Dreieck. Das heißt, Seite, Seite, Winkel ist im Normalfall erstmal oder andersrum, ist nicht im Normalfall, aber Seite, Seite, Winkel ist prinzipiell erstmal uneindeutig. Und Uneindeutigkeit ist natürlich etwas, das du in der Mathematik nicht brauchen kannst, weil du ja wirklich nur wahre Fakten belegen willst und daraus dann andere Sachen schlussfolgern möchtest. Allerdings ist das natürlich von mir auch ein Beispiel gewesen, dass ich extra so konstruiert habe, dass ich dir genau zeigen konnte, dass es mindestens einen Fall gibt, bei dem das nicht immer funktioniert. Und zwar ist das nämlich genau dann der Fall, wenn der Winkel, den ich dir gebe, wenn der spitz ist. Also spitzer Winkel war ja einfach nur ein Winkel, der kleiner als 90 Grad ist. Und also zumindest für mich macht das auch intuitiv irgendwie Sinn, weil wenn ich dir den Winkel oder wenn ich dir einen Winkel gebe und der stumpf ist, dann würde mir irgendwie zumindest beim Überlegen schon gar keine Möglichkeit einfallen, daraus mehrere verschiedene Dreiecke zu machen. Wenn du dir das Beispiel hier nochmal anschaust, das sind ja zwei spitze Winkel und ja, vielleicht ein rechter Winkel, aber vielleicht ist der auch spitz. Und daraus konnte ich ja jetzt einfach machen, ich nehme sozusagen von dem Winkel hier unten einfach ein bisschen was weg und packe das auf den spitzen Winkel hier oben drauf und mache den dadurch stumpf. Und, oder warte, ich zeige dir am besten einfach ein Beispiel mit einem stumpfen Winkel, dann ist das vielleicht ein bisschen eindeutiger. Vielleicht habe ich auch eine Intuition, die nicht ganz normal ist. Also, ich nehme jetzt hier einfach irgendeine Seite und noch eine andere Seite, die natürlich in einem stumpfen Winkel dazu sein soll. Also das hier ist der stumpfe Winkel. Und in grün nochmal
Oh, das ging total daneben. In grün nochmal. Naja, gut. Die Seite. Also ich gebe dir jetzt nochmal zwei Seiten vor. Also nehme ich jetzt einfach mal gleich hier die grüne Seite, weil ich die Farbe gerade drin hatte, und die orangene. Und logischerweise den Winkel. Also hier müssen natürlich zwei Striche rein dann. Also ich zeichne zuerst nochmal die orangene Seite. Dann wieder den Winkel. Einfach nur, damit das ein bisschen offensichtlicher ist, wo das Ziel ist sozusagen, wie man hier unten die gestrichelte Linie schon mal sieht. Also die kommt wieder gestrichelt dahin. Und jetzt hast du wieder genau die gleiche Aufgabe wie vorher. Der Winkel zwischen den beiden Seiten hier, zwischen der grünen und der orangen, ist ja nicht gegeben, aber die Länge ist dir vorgegeben. Das heißt, du kannst wieder dir vorstellen, das ist ein Scharnier und du kannst das hin und her wippen lassen. Aber die einzige Möglichkeit, die dabei wirklich ein Dreieck auch formt, ist ja, wenn du, ich gebe mir nochmal größte Mühe, oh, wunderschön, ist ja, wenn du die einfach hier so runterzeichnest und die dann, wie gesagt, die muss ja genauso lang sein wie die Seite hier. Was ja im Endeffekt daran liegt, dass du halt logischerweise in dem Dreieck hier nicht mehr als einen stumpfen Winkel haben kannst. Also können sich an den beiden Winkeln hier ja nicht, kann sich ja nichts mehr ändern. Du kannst ja nicht von dem einen Winkel was wegnehmen und auf den anderen draufpacken, weil beide ja schon spitz sind. Ja, also wenn das Sinn für dich macht. Wenn nicht, dann vergiss einfach meine komische Begründung und zeichne dir am besten das Dreieck selber nochmal oder bastel dir, nimm dir Stöcker oder Stifte und versuch's einfach mal nachzuvollziehen und guck selber, ob du es schaffst, noch andere Dreiecke zu konstruieren. Ich vermute ziemlich stark, dass es nicht funktioniert. Also, nochmal zusammengefasst. Wenn das hier unten, wenn das hier, na, nicht ganz reinzeichnen, wenn das hier ein stumpfer Winkel ist, dann kannst du davon ausgehen, dass das definitiv nur ein Dreieck zu konstruieren ist. Das Ganze hat auch einen Namen, und zwar wird das manchmal, also leider hat das ganze Konstrukt sogar mehrere Namen, also manche schreiben ein großes S, ein kleines S und ein W, was so viel heißen soll wie, du hast die größte Seite in einem Dreieck gegeben, irgendeine andere, die dann logischerweise kleiner sein muss, deswegen ein kleines S, und dann ein Winkel, also das ist ja dann immer der Winkel, der größten Seite sozusagen gegenüber liegt. Oder manche andere schreiben auch Seite, Seite, Winkel mit so einem kleinen G unten dran. Das mag ich prinzipiell irgendwie nicht, sondern weiß ich nicht. Also das G steht natürlich für Größtes, also für den größten Winkel. Und wenn du den größten Winkel gegeben hast und zwei Seiten, dann ist die Seite hier hinten automatisch ja auch die größte Seite. Da kannst du gerne nochmal drüber nachdenken, warum das so ist. So, ein paar Erkenntnisse haben wir also gewonnen und in Vorbereitung auf das nächste Video will ich dir aber noch eine Denkaufgabe mit an die Hand geben, sozusagen, die ich nicht in dem Video auflösen werde, aber dessen Erkenntnis du definitiv im nächsten Video brauchen wirst. Und zwar, wir haben jetzt zwei Fälle untersucht, und zwar einmal ist der Winkel spitz und einmal ist der Winkel stumpf. Im Dreieck gibt es ja drei verschiedene Winkeltypen, die irgendwie auftreten können. Und zwar spitz und stumpf, das ist ja kleiner als 90 Grad, größer als 90 Grad. Was ist, wenn der Winkel genau 90 Grad ist? Also wenn du hier einen rechten Winkel hast, ich zeichne dir jetzt einfach mal zwei Seiten hier hin. Also du hast jetzt hier zum Beispiel hier eine gelbe Seite und in pink, weil ich pink so mag. Wo ist pink? Pink, jetzt. Und die Seite hier zum Beispiel, wie viele Dreiecke kannst du jetzt konstruieren? Wie gesagt, mit der Aufgabe entlasse ich dich jetzt einfach mal aus diesem Video und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video.